Hamburg, das Tor zur Welt. Hier ist einer gestrandet, der rund um Stuttgart groß geworden ist. Michael Bernd Schmidt. Den kennen Sie nicht? Doch, natürlich. Das ist Smudo von der Kultformation Die Fantastischen Vier. Mit Dida eroberten Smudo und seine Fantas erstmals die Charts. Sie präsentierten deutschen Hip-Hop und wurden damit zu Superstars. Seit Jahren begeistert er als Juror die Fernsehzuschauer in der Ratesendung Sagt die Wahrheit. Ich weiß, dass einer der Großmeister unserer Jury auf der Vier sitzt. Das ist nämlich Inspektor Smudo. Ja, Großmeister, vielen Dank, danke schön. Jetzt bin ich ganz aufgeregt, Was ist denn eine exotische Farbe? Diese. Buchsbaum. Sehr, sehr exotisch. Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Ist das geil oder was? Was geht? Legendär, das Konzert der Fantastischen Vier zu ihrem 20-jährigen Jubiläum auf den Cannstatter Vasen. Mit 60.000 Besuchern ein echter Hit. Für Smudo das bisherige Highlight seiner Musikerkarriere. Unvergesslich Stuttgart! MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf. Wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Sie fallen einfach auf, auch beim Rock am Ring. Und sie feiern in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Smudos Büro in Hamburg. Arbeits- und Spielzimmer in einem. Hier hinten ist sein Denkzimmer. Da zieht sich der Rapmeister zurück, wenn er neue Songs schreibt. Die Rapmusik deshalb gefallen, weil da Leute eben geschimpft haben statt gesungen. Die haben so einen coolen Dialekt gesprochen. Das war so urban. Platten wurden gekratzt und nicht gespielt. Man musste keinen Klavierunterricht machen und sonst überhaupt keinen klassischen Musikzugang. Und doch war es Punk. Die Party war wichtig. Das waren alles so Sachen, die für mich als Teenie geil waren. Aber natürlich ist dieses Qualitätsmerkmal, einen lustigen Reim zu finden, aber auch inhaltlich was zu sagen, nicht nur einen Reim zu haben. Und natürlich auch was Wahres zu sagen. Wir sitzen ja hier in meinem Büro und man hat schon gleich gesehen, ich mache nicht meine Bude klar und sage nicht anständig guten Tag und trotzdem heißt beim Superstar ständig, ey, Besuch ist da. Also es ist schon ganz wichtig, hier zu sein, für mich zu schreiben, weil zu Hause kann ich nicht schreiben. Überhaupt das Arbeiten oder auch jetzt nicht nur schreiben, arbeiten zu Hause, echt doof. Ich habe mir gewünscht früher, war das schön mit der Familie, wenn die Kinder kommen und dann ist alles in einem Haus. Und dann kann man sich um die Familie kümmern und noch arbeiten eben. Ja, das geht aber überhaupt gar nicht, weil erstens kommen die Blagen natürlich die ganze Zeit und andersrum sieht es halt arbeiten, in meinem Fall, zum Beispiel im Fall des Schreibens, aus wie nichts tun. Steh mir nicht auf die Füße, Mann, geh mir weg mit dem Müsli-Kram, hoppla, ja, mit dem Wodka, weißt du, ein Teil der Kunst ist Müßiggang. Ohne Müßiggang keine Kunst. Mit dem Müßiggang ist es die nächsten Tage erstmal vorbei. Da geht's auf Heimatbesuch. Geiles, altes Schiff. Zurück in die Vergangenheit, zurück nach Stuttgart, genauer nach Gerlingen. Stuttgart ist meine Heimat. Obwohl ich hier gar nicht geboren wurde, ist Stuttgart und auch Gerlingen meine Heimat. Erinnerungen an damals werden höchst lebendig. Längst vergessene Geschichten heiß diskutiert. Nach Jahren trifft er alte Freunde wieder. Wir haben zusammen die Fussel-Zeitung gemacht. Smudo ist mit uns auf Zeitreise. Und natürlich erwartet ihn auch ein Überraschungsgast. Hallo? Und jetzt? Ich habe eine Freundin gehabt, die war traurig, dass ich nicht für ihre Verhältnisse romantisch genug bin. Und hat sie mir von ihrem Ex-Freund erzählt, der hat ihr dieses Gedichte geschrieben. Da war ich echt sauer, weil ich verdiene mein Scheißgeld mit Gedichten. Seit 25 Jahren. Wenn es etwas gibt, was
Was über die Jahre hinweg immer für mich total faszinierend war, waren das tatsächlich Videospiele. Weil ich quasi mit der Geburt der Videospiele bin auch ich ja größer geworden. Und als Teenager habe ich programmieren gelernt und fing an, Spiele zu schreiben. Das ist meine DJ-Konsole. Übrigens neben der Videospielerei auch etwas, neben der Technikspielerei war das auch etwas, was das spielerische Plus am Hip-Hop-Musikmachen war. Da wurden nicht einfach Schallplatten aufgelegt, jetzt hören wir Beethovens 5D, sondern da wurde die Platte genommen, da wurde gekratzt. Dann wurden Beats genommen, die aus den 70er Jahren James Brown spielt, sein Schlagzeuger spielt. Und dann wurde das wiederholt. Hier einen Takt gespielt, hier einen Takt gespielt, weil man einfach nicht mehr Instrumental hatte. Und dazu stand da vorne einer mit dem Mikrofon, hat gerappt. Und diese DJ-Culture, das ist ja auch ein Zeichen der Zeit. In den 90er Jahren ging die DJ-Kultur so weit, dass Disc-Jockey ein eigenständiger, vollumfängliches Berufsbild wurde. Ja, ich sag der Alter Müller. Das habe ich mir immer gewünscht als Kind. Ich habe geträumt als Kind von Slippern, wo ich dann die Kugel so überall so reinstecken kann. Alle Punkte. Und hier ruft mich jetzt höchstpersönlich Captain Picard. Höchste selbst. Und heißt mich auf der Enterprise willkommen. Da haben tatsächlich die Originalstimmen, die haben so viel Geld damals ausgegeben, um diese Flipper zu bespielen. Mit den Original-Synchronstimmen. Der Typ, der dieses Flipper gemacht hat, auch eine Legende und großer Star Trek-Fan. Seit 1996 lebt der Popstar an der Waterkant, inzwischen mit Frau und Kindern. Hierher hat es ihn eher durch Zufall verschlagen. Es war Zufall, hierher zu kommen. Meine damalige Freundin war aus Hamburg, als ich noch in Stuttgart lebte. Und wir mit der Band, wir waren alle so rund 30. Das ist ja so die erste größere biografische Zäsur, würde ich jetzt mal sagen, wo wir als Menschen dann ja schon einen guten Teil unseres Lebens oder einen wichtigen Teil unseres Lebens hinter uns gebracht hatten. Da standen und sagten, nach vorne blickend, was kommt denn jetzt noch, was sollen wir machen? Wir waren mit der Band erfolgreich, sehr erfolgreich. Wir hatten unseren Emanzipationshit mit MFG, endgültig sozusagen als eine erwachsene Popband, würde ich mal sagen, dazustehen. Aber wir waren alle nicht mehr, wir wollten alle raus aus Stuttgart. Erst im Nachhinein habe ich das besser analysieren können. Was mich damals eher so rastlos und unzufrieden machte, war am Ende das Ergebnis eines unterbewussten, unterschwelligen Gefühls, irgendwas Eigenes machen zu wollen. Weil wir waren immer die Fantas, die Fantasie, die Fantas da, immer nur die Fantas. Und jeder, der für uns, den wir kannten in Stuttgart, der hat schon mal irgendwas von uns gemacht, irgendwo ein Kabel reingesteckt, irgendwas. Ich wollte so gerne ein ganz eigenes Leben haben, einen eigenen Freundeskreis, einen eigen rekrutierten Freundeskreis und Kulturkreis. Und damals kriselte es zwischen mir und meiner damaligen Freundin und ich dachte, ich fühle mich nicht so richtig wohl in Stuttgart. Ich hatte jetzt nicht latentes Fernweh, bin eigentlich nicht so ein Rumzieher und bin einfach mal nach Hamburg gezogen. Und dann ging das recht schnell, ich habe mich hier wohl gefühlt. Mir hat die Stadt immer schon gut gefallen, war schon oft hier. Ich finde, das ist eine Großstadt, in der eigentlich wirklich jeder willkommen ist. Wenn mir die Decke auf den Kopf fällt, mich nur 5 Minuten irgendwo hinbegeben, das ist sofort eine Urlaubssituation. Ob das mal an die Elbe ist, an die Alster oder hier im Sonnenschein mal raus oder im Regen auf eine Barkasse setzen. Sofort ist man in einer anderen Welt. Das finde ich sehr gut. Bevor es nach Stuttgart geht, noch eine kleine Stippvisite ins Mudos Wohnung. Klar zu erkennen, hier führt seine Gattin das Regie. Alles geordnet und akkurat. Was ist das Wichtigste in der Wohnung? Kaffeemaschine, oh Scheiße. Ja. Die besten Kaffeemaschinen kommen nicht aus Italien, sondern aus Heidelberg. Schnell noch was essen. Der Flug in seine alte Heimat dauert 2 Stunden und 15 Minuten. Smudo ist überzeugter Kontrollfreak und Flieger aus Leidenschaft. Also ist er auf dem Flug nach Stuttgart sein eigener Pilot im eigenen Flieger.
Information, Quebec. Met report, time, 1120. Exact. Kaum hat er Hamburg verlassen, beginnen seine Gedanken zu kreisen. Was erwartet ihn in der Heimat? Wen wird er treffen? Egal. Und abwarten. Er freut sich auf das Wiedersehen. Ich komme echt gerne nach Stuttgart, weil es ist schön. Stuttgart ist schön. Und auch gerade aus der Ferne ist Stuttgart auch schön. Also für mich. Natürlich ist Stuttgart im Allgemeinen schön. Ich bin stolz, auf meine Herkunft aus Stuttgart zu kommen. Auch natürlich, weil der Schwabe so ein schlechtes Image hat und das halt echt schön ist, als Schwabe sozusagen, als ehrlicher Schwabe es zu einem gut, zu einem angesehenen Erfolg gebracht zu haben, der ja auch respektiert wird. Und Stuttgart als Heimat zu haben, als etwas, was mir das Gefühl zu geben, ich bin im Norden wie in Süddeutschland zu Hause und ich kenne diese Mentalitätsunterschiede und alles und bin dort auch zu Hause, genauso wie ich. Ich habe das Gefühl, ich bin in Deutschland zu Hause, auch überall, wo wir mit der Band sind. Das ist ein super Gefühl. Ich habe immer noch mein Konto bei der Volksbank Strohgäu. Das finde ich das Schöne beim Fliegen übrigens auch. Man redet immer die verschiedenen Dialekte. Oben heißt Moin Moin, heißt Frankfurt Gude und Stuttgart heißt dann Stuttgart Grüß Gott, Stuttgart Hauer, Stuttgart Reife. Wir haben Smudo ein Gefährt besorgt, das seinem allerersten Auto sehr nahe kommt. Täuschend, echte Nachbildung meines alten ersten Autos. Geiles altes Schiff. Und wir sind mit dem Audi damals gefahren wie die Blöden bis nach Holland. Wegen dem leckeren Käse. Scheibenwichser haben wir immer gesagt vorher. Also Scheibenwichser, alles klar, der funktioniert auch. Mal gucken, wie die Hupe ist. Gar nicht. Oh, oh Gott. Nix Automatik. Und außerdem erst groß einen auf Auskuppeln machen und Handbremse anziehen und vergessen, den ersten reinzuschubsen. Wir fahren jetzt mal eine alte Rennstrecke nach Hause. Ich bin das hier alles auch gefahren im Zivildienst. Mit Baseball-Cup und Rapper-T-Shirt und Kapuzenpulli habe ich hier auf den ganzen Käffern die alten und älteren gehandicapten Gäste abgeholt. So der ganze Jargon. Jetzt fahren wir am Bowling-Center vorbei. Das war meine Dattelhalle mit noch zarten 16. Da rumgestanden und den großen Profis beim Zocken zugeguckt. Das ist jetzt, weiß ich gar nicht, ein Casino, nicht wahr? Gerlingen bei Stuttgart, eine Kleinstadt im Speckgürtel der Metropole. Schwäbische Beschaulichkeit. Hier ist er aufgewachsen. Erste Eindrücke, dann weiter zum Elternhaus. Zurück in die Vergangenheit. Das hier geht an alle Ungeduldigen. Ich muss mich noch entschuldigen, wegen dem Mangel an Gelegenheiten, mich zu huldigen. Vergesst alle, wir heben kultigen Bands. Die und deren Fans sind die wahren Schuldigen. Für die Misere, dass die Ehre guter Sprechgesangsmusik leider im Mittelmaß versinkt, weil es so wenig davon gibt. Keine Angst, ich kümmere mich darum, zertrümmer diesen Trend, sobald einer von euch Jüngern meinen Namen nennt. Ach so, Freunde. Das ist da, wo laut Loriot die meisten Männer sozusagen hingesteckt werden. In den Dachboden oder in den Keller, in Einfamilienhäuser. Und hier, das ist und war der Hobbykeller und ist auch so ein bisschen ein Arbeitsraum von meinem alten Herrn. Und hier habe ich früher meine erste Teenie-Party geschmissen. Welcome habe ich mit der Sprühdose hingesprüht. Willkommen. Vater sagte, nein, nicht Michael, das geht nicht mehr ab. Ich sagte, das geht ab. Es geht nicht ab. Es geht nie ab. So. Guck mal da. Das sind die alten Rechner. Das ist tatsächlich der Original-Commodore-Rechner aus der Schule, wo ich mich damals frühzeitig in den Informatikraum reingemogelt habe, um dort dann Spielchen drauf zu programmieren. Unter anderem habe ich mal einen Textgrafik-Adventure geschrieben für eine Zeitschrift. Und dafür gab es, festhalten,
3000 Mark. Gleich wohin mit den Flocken. Sein erstes selbstgemachtes Computergame, lange nicht mehr gespielt. Trials of Peril. Input für Hindsight 1988. Da kam es raus, da habe ich Abitur gemacht, aber ich habe es ein Jahr oder zwei vorher angefangen zu schreiben. Ich bin seit 63 in dem Geschäft, stelle ich fest, entweder man hat Talent fürs Programmieren oder man hat es nicht. Es gibt kein Zwischendrin und es gibt viele, die es nicht können. Und man könnte das nie schreiben, wenn man überhaupt kein Talent hätte. Ob es jetzt vererbt ist, weiß ich nicht. Du stehst in einem Zimmer, dessen nähere Bedeutung unerkannt ist, eine kleine kahle Glühbirne, wir sehen sie dort oben, hängt mit einem Kabel an der Decke und der Boden ist voll mit Gerümpel und Müll. Ausgänge sind Norden und Süden. Du siehst ein kleines Transistor-TV und hier ist eine verschlossene Tür. Jetzt weiß ich nicht mehr so genau. Ich glaube, man muss das Transistor-TV nehmen. Nehme. Ich habe die so geschrieben, dass sie immer auf E enden soll. Nehme TV. Was passiert? Okay, habe ich. Du hörst Schritte an der Tür. Okay, das wird die Thompson-Bande sein. Wir machen das TV an. Schalte TV. Jetzt erinnern wir uns, der Ausgang war Norden oder Süden. Geht dann, öffne Tür. Nein, dann würde ich die Thompson-Bande reinlassen. Norden? Die Tür war im Norden? Ich hab's vergessen. Süden. Oh Gott, die Thompson-Bande steht gleich. Die bricht jeden Augenblick ein. Thompson-Bande, ich hab keinen. Und jetzt kann ich vielleicht noch springe Wand. Jawohl, ich glaube, es reicht. Und ich entkomme der Thompson-Bande. Da hat mir ein Verlag, ein Teenager, 3000 Mark für gegeben, weil das cool war. Und jetzt guckst du dir an. Das ist schon klump. Was sei stolz drauf. Ja, freilich. Ein Blick zurück in eine Zeit, als Smudo noch kein Popstar, sondern der kleine Michael Bernd Schmidt war. Hier in dem Hobbykeller hatten wir auch unsere ersten Teenager-Partys. Die Zeit, in der meine Popper-Freunde und wir anfangen wollten, die mit den Mädchen rumzumachen, war natürlich Partys schmeißen eine Sache. Und jeder musste mal ran, auch ich musste mal den Hobbykeller meiner Eltern nutzen und zur Party ummanövrieren. Aber es war war fies. Also wir waren sehr schnell schon sehr besoffen. Und dann kam es dann auch noch zu klärenden, einfühlsamen Gesprächen mit den liberalen Eltern, dass das alles nicht so gut ist mit dem vielen Trinken. Da haben wir echt über die Stränge geschlagen. Ich habe das gar nicht gerne in Erinnerung und das ist mir auch ein bisschen unangenehm im Nachhinein. Diese rangetaggte Welcome ist ja immer noch, erinnert mich ja immer noch daran. Aber es gehört wohl dazu. Es wird der traurige Tag kommen, an dem meine Töchter genau das Gleiche durchmachen. Und dann werde ich dastehen und versuchen, Verständnis zu zeigen. Hinzu kommt noch übrigens, dass diese gemeinsamen Fäden in meinem Popper-Freundeskreis dazu geführt haben, dass ich habe auf jeden Fall stark den Eindruck gewonnen, dass ich nur deshalb in den Popper-Kreisen verkehren durfte, weil ich einen Hobbyraum zur Verfügung stellen konnte, in dem wir dann trinken, feiern und tanzen konnten. Nachdem das dann passiert ist, war das Interesse an mir nicht mehr so groß und ich kehrte wieder zurück in den Schoß meiner Computer-Nerd-Freunde, die mich dann tatsächlich sozusagen dann bei mir blieben und dann begann auch das Interesse für Musik. So ungefähr könnte man den ganz groben Verlauf sagen. Kind, Pubertät, Popper-Partys, rausfliegen, zurück zu den Nerds, Musik, Technik, Erwachsensein. Das sieht man schon gleich, die Pubertät, gelangweilte Bild. 16, geil, ne? Da ist extra die 16 noch dazu geschrieben worden. Geboren bin ich in Offenbach und dann war ich zwei, nach USA und da ging es dann auch gleich wieder zurück, nach anderthalb Jahren oder so. Kurze Station in Waldacker bei Frankfurt. Dann weiter nach Paderborn, Schloss Neuhaus. Besonders prägte ihn der Besuch der St. Josef-Schule. Meine Fresse, da war ich so fromm. Ich habe echt vom Bronzekreuz gebetet, was ich an meinem Bett gehängt hatte. Jeden Abend. Und ich erinnere mich auch, dass bei der Kommunion, als wir alle im Anzügel und mit der Kerze angestanden sind, zur Beichte, dass ich so aufs Klo musste und so Schiss hatte, dass mich der Blitz trifft vom Herrn Gott persönlich, wenn ich jetzt aus der Beichtreihe ausbreche, nur um Pipi zu machen. Dass ich echt mit halb vollgezeugter Hose in der Beichte gesessen habe und erzählt habe, dass ich meinen Bruder angelogen habe, Mama angelogen habe, dafür gab es dann 10 Vaterunser. Ich frage mich, wie viel Vaterunser es heute gibt für Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Das ist merkwürdig, weil ich die Kindheit heute anders betrachte, weil ich sie jetzt nicht ständig vergleiche mit der Kindheit meiner Kinder. Vor den eigenen Kindern habe ich hingeguckt, ich erinnere mich hierin, ich erinnere mich daran und so. Und heute sehe ich Parallelen dazu, in der Gestik oder was die Kinder so machen und vergleiche es mit meinen. Der erste Schultag, 74. Ganz schrecklich da, die Fäsche mit dem roten Hut, das ist meine Mama.
die mich tröstet, weil ich war am Boden zerstört, weil ich wollte eigentlich vorne sitzen, ganz vorne, und da war alles schon voll, als ich bis hier nicht drin war. Und dann musste ich hinsitzen, das war so bitter. Und dann wurde so lange geheult, bis man was möglich gemacht hatte. Dann saß ich nachher etwas weiter vorne, meine ich mich zu erinnern. Mein erster Freund hier in Gerlingen, als wir hergezogen sind, war der Nachbarsjunge Markus Kössler, gleich hier nebenan. Und Markus Kössler ist erfolgreicher Bassist und seit bestimmt über 15 Jahren bei uns in der Band beschäftigt. So sind sie, die Neigschmick, du weißt, komm mit her und schaffe da Arbeitsplätze. Natürlich lässt es sich Smudo bei seinem Besuch in Gerlingen nicht nehmen, nochmals seinen früheren Schulweg abzulaufen. Er misst genau 900 Meter. Das hat er schon als Schüler selbst mehrfach überprüft. Das Backhäusle in Hamburg zu Hause, das gibt es das Backhus. Mir ist aufgefallen, dass Schwäbisch und Hanseatisch gar nicht so weit voneinander weg ist. Der Schwabe sagt, bitte, bitte, kannst du mal bitte zur Seite, bitte. Kannst du mal bitte zur Seite, bitte. 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 Bitte, bitte. Stadtmitte. 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 Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil. Schulzentrum, Brückentorhalle, Jugendhaus. Okay. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Hallo. So ging es jeden Morgen auf zur Schule, 900 Meter. Direkt um 7.39 Uhr ging der Wecker. Und dann durch die Hose in einer geraden Linie auf die Straße, 900 Schritte. 7.45 Uhr geht's los. 7.44 Uhr stehe ich da. Oder war es 7.46 Uhr? Der Lehrer kam selbst auch eine Minute zu spät. Am Ende hat es genau gereicht. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Oh, ich bin oft zu spät gekommen. Aber ach, das, ich weiß auch nicht. Es gibt mal einen Spruch, wäre beim nächsten Mal bitte pünktlich. Dann ist beim nächsten Mal bitte pünktlich und beim übernächsten Mal wieder nicht mehr ganz so pünktlich. Ach, das ging immer schon nicht. Ich war in der Schule echt jemand, der nur das Nötigste gemacht hat. Ich glaube aber, dass da hier zum Beispiel war jahrelang mein Klassenzimmer, genau da. Hier hat er 1988 das Abitur gemacht. Gleich trifft er alte Kumpels. Das gibt's ja auch. Das sieht komplett anders aus. Komplett. Erstmal früher war Teppichboden, dann dieses braun-weiß-orange die ganze Zeit. Da vorne, was ist denn da los? Aerobic, was ist denn hier los? Und hier, das war im Freien. Da haben wir einfach im Freien so einen Hof gehabt. Wie lange war ich denn auf der Schule? Von 5 bis 13, 8 Jahre plus Wiederholung, 9 Jahre. Und hier darf da um die Ecke war die sogenannte Oase, wo die Oberstufenschüler in so einem rauchen Kaffeeraum mit zu so verlausten Sofas rumhängen können. Dort habe ich das Plakat Hip-Hop-Party Nummer 2 gesehen. Hinweis auf eine Hip-Hop-Party im Jugendhausclub Degerloch. Ganz offensichtlich gab es schon mal Nummer 1, die habe ich nicht gesehen. Also gab es außer mir und Thomas und Anni noch einen Hip-Hopper. Und das war der Michi. Das war dort in dem Raum, habe ich das Plakat gesehen. Ich konnte nicht hin, also habe ich Thomas und Andi hingeschickt. Ich bin auch immer gerne, wirklich gerne auf so Abitursnachtreffen gegangen, um zu sehen, wie die Leute älter werden und was sie so zu erzählen haben. Hat mir immer großen Spaß gemacht. Aber so ein bisschen aufgeregt bin ich. Wie betrachten die mich oder so? Ist das zum Beispiel, frage ich mich, ob das hier als eitle Aktion verstanden wird oder der Popstar kommt in seine alte Schule und trifft seine alten Kumpels und dann macht er da Smalltalk, reißt die Witzler und alle lachen und dann geht er wieder und dann war es schön. Ich freue mich auch auf die Gesichter. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich jemanden begegne, der mich dann so überrascht, wie er aussieht, dass mich das unangenehm überrascht, dass man das dann merkt. Dafür hatte ich jetzt zum Beispiel ganz konkret Angst. Und ab dafür, vor der Tür, bist du hier, mit deinem Gespür, sag dir runter mit der Schminke, mit der Klinke drück die Tür, rück sie auf, mach die Tür. Joe, bei meinem Spiel geht's halt wieder nicht ohne. Religionsunterricht hatten wir noch einige Jahre und ist noch immer beim Herrn Preis zusammen rausgeflogen. Ja. Jörg Holzer Bramsi. Mein Spitzname war doch immer Bramsi. Ich erinnere mich total an dein Gesicht. Mhm. Aber ich habe den Namen nicht mehr auf der Uhr, das gibt's Jörg ja gar Hutter. Nicht. Herr Hutter. Mhm. Ciao. Herr Hutter.
Jahre auf und ab gelassen. Ja. Und beim Herrn Preis sind wir noch einmal rausgeflogen. Der Herr Preis ist verliebter Religionslehrer und trägt eine Lederkrawatte. Und dann ist er immer, kurz vor dem Religionsunterricht, ist er dann gekommen, der Herr Preis. Ne? Und dann hat er immer da gedreht, Herr Preis, Sie sind verliebt, wir müssen doch jetzt einen Film machen, ein Interview, bitte. Und dann gingen wir in die Klasse rein und haben gerade so weitergemacht. Und dann, wie gesagt, kam es dann. Ich erinnere mich 0,0 an diese Szene. Kann man nicht erfinden. Überhaupt, dass man heute eine Handbewegung macht, um einen Film darzustellen, das hat überhaupt nichts mehr mit dem Film zu machen, zu tun hat. Genau so. Ich glaube, früher war es sogar auch Telefon. Ja, ja. Aber das ist ja unglaublich. Ich erinnere mich nicht. Aber unvergesslich, du hast immer Korthosen angehabt, so beige, dunkelbraune Korthosen. Du wirkst eigentlich ein bisschen so edukativ aus so einem Alt-68er Elternhaus. Da darf genau ein bisschen schmuddelig sein. Das ist auch richtig. Ja, so. Genau. Und wir waren dann in unserer Klasse dann immer noch. Ja, aber eigentlich. Der ostwestfälische Reingeschmeckte zieht sich nicht anständig an. Ja, genau. So ist es gewesen. Mhm. Wenn man mal anders zusammengefasst. Mhm. Heiland, zack. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Und weiter geht's. Es warten noch mehr ehemalige Schulkameraden auf Smudo. Du bist zu geil für diese Welt. Du hast uns gefunden. Hallo. Das gibt's ja. Guten Tag, Smudo. Schön, dich zu sehen. Grüß dich. Wir sehen uns ja im Sender. Ab und zu sehen wir uns mal in der Kantine in Baden-Baden. Darf ich mich dazu setzen? Ja, sehr gerne. Hier, ganz tief. Das siehst du mal, das ist nämlich richtig hier. Da wirst du gleich irgendwie klein gemacht. Herr Leupold ist mir damals aufgefallen, weil ich meine, du hast schon in der 7. Klasse so einen recht ansehnlichen Schnurri getragen. Das stimmt tatsächlich. Der ist dann mit der Zeit aber weg, weil da wollten dann die Frauen, die fanden es nicht so gut. Ach so, ich habe angefangen, du hattest keinen, bei dir kam er dazu und bei mir war er dann halt irgendwann mal weg. Und meine erste Erfahrung mit dir als Texter war Schulausfahrt, Sportausfahrt nach Vesuhl. Da wurde gerappt. Da hast du gerappt. Im Bus? Ja, da hast du den Busfahrer irgendwann das Mikrofon weggenommen. Und hab gerappt. Das und hast angefangen, die ganze Fahrt durchzurappen. Da war wir schon nicht mal auf der Schule, weil ich noch Basketball gespielt hatte und die noch Leute im Team brauchten, sind wir noch wieso mitgefahren. Aber da erinnere ich mich dran und so. Aber da wusste ja keiner irgendwie, dass du das immer beruflich machst. Ich erinnere mich dran, dass du, glaube ich, mal ein Pornoheft geklaut hast. Ja, das stimmt. Ja. In Reitdorf in Österreich waren wir im Schullandheim. Und da war gegenüber so ein Supermarkt. Das war so ein bisschen eine Mutprobe. Ich wurde dabei erwischt. Da stand der Herr Rupp vor versammelter Mannschaft. Da ist ein Wermutstropfen. Da hat jemand so ein Nacktmagazin geklaut. Das war wieder zurückkommen. Und das ist dann irgendwie reumütig nachts ihm vor die Tür gelegt. Und keiner wusste, wer das war, oder? Was weiß ich, keine Ahnung. Ich nehme an, alle wussten alles. Das ist jetzt wissen sie es. Ja, jetzt auf jeden Fall. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Und das ist sein ehemaliger Nebensitzer. Er war echt dicke Kumpels. Er hat einen Tag vor mir Geburtstag. Wir haben zusammen die Fussel-Zeitung gemacht. Das ist echt wahnsinnig. Ich schätze 10 Ausgaben. Irgendwie sowas. Da waren Rätsel drin, da waren Geschichten ja, drin. Das ist wirklich, wir haben alles Mögliche gemacht. Wir haben Quartetts gemacht. Wir gehen auch zu meinem alten Herrn und packen eine aus und halten in die Kamera. Der hat die alle auf, weil ich jetzt alles auch nicht mehr. Ich war durch mein vernachlässiges Äußeres und durch meine nicht ganz so Burlington-Socken-Kompatibilität mit meinem C&A-Look da natürlich dann der Schmuddel. Und daraus hat sich das tatsächlich ergeben. Schmudo ist ein Derivat meines Nachnamens. Ich habe mir eine Zeit lang den Personalausweis eintragen lassen. Und dann habe ich den Personalausweis verloren und musste es wieder eintragen lassen. Da muss man wieder, das müsste Sie beweisen, dass Sie Smudo heißen. Wie soll ich denn das machen? Und dann haben die mir extra sogar ihre, da gibt es sogar so Richtlinien, da steht drin, dass man es eigentlich eben, weil man es nicht beweisen kann, diesen Rufnamen, das steht da eigentlich drin, dass ich das nennen kann, wie sie will. Ja, aber mir wolltet gerne irgendwie einen Zeitungsausschnitt oder so. Da musst du jedes Mal, wenn du einen Ausweis hast, das mal wieder neu belegen. Hätte ich hierher kommen müssen, Unterschriftensammlung, wir konnten es beweisen. ganz am Anfang warst du Schmidtle. Das Schmidtle, das stimmt. Das Schmidtle. Ja. Und dann ging das irgendwo in Schmuddle oder genau. Wie auch immer. Sprachliche Erosion. Ja, genau. Schmidtle. Jetzt, wo du sagst, fällt mir wieder ein. Ja. Du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil. Du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Vieles hier erlebt. Heute nur noch Erinnerung. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil. Du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Von Gerlingen geht's jetzt nach Stuttgart. Für Smudo war das mal der Nabel der Welt. Tanzschule Hubert Haag. Da habe ich meine ersten DJ-Jobs gemacht. Da habe ich als Diskjockey aufgelegt. Sie hatten einen DJ-Wettbewerb unter den Aspiranten zum Tanzschulkurs.
Und ich fand das DJing also toll und Hip-Hop-mäßig und so. Und habe teilgenommen und habe natürlich gewonnen. Weil ich überhaupt irgendwie, naja, einigermaßen mixen. Das war aber alles nicht diese Technics-Plattenspieler. Und gewonnen hat man dann einen Job, den man nicht bezahlt bekommen hat. Ich bin echt einmal die Woche da hochgefahren und habe ein bisschen aufgelegt. Dies ist ein Cha-Cha-Cha. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Und dann habe ich immer gesagt, ich möchte wenigstens das Straßenbahnticket bezahlt bekommen. Oh nein, das macht man nicht. Ja, dann gehe ich jetzt auf Wiedersehen. Ja, Wiederschauen. Und dann eine Woche später, können Sie nicht vielleicht doch kommen? Wir können das Straßenbahnticket bezahlen. Nein. Wegen der amerikanischen Besatzungszone hatten wir quasi als Fantas ja einen Standortvorteil, weil wir die Rapmusik und die ganze Hip-Hop-Kultur erlebten aus den Barracks heraus, aus den Kasernen, Camps, in den GI-Diskotheken, Clubs. Da wurde gerappt, gescratcht, gefeiert durch die Importplattenläden, die ersten, die quasi auch die US-Rapmusik überhaupt, dass wir die kaufen konnten, dass wir überhaupt hier waren. Und so gesehen habe ich ja Stuttgart nicht nur meine, das ist ja jetzt nicht nur meine Sozialisierung und mein kulturelles Umfeld, sondern auch tatsächlich ist künstlerisch wären wir ohne Stuttgart niemals möglich gewesen. Ich verdanke Stuttgart alles. Wir besuchten mit ihm seinen guten alten Freund Andy Y. Die beiden waren als Jugendliche absolute Computerfreaks und haben gemeinsam angefangen, Hip-Hop-Musik zu machen. Aus ihrem Terminal-Team wurde später die Fantastischen Vier. Andy Y. bastelt gerade am neuen Album der Band. Gegen jede Vernunft? Gegen jede Vernunft? Geht ab. Ist denn noch irgendwas von Ding da, von Grace? Irgendwas, irgendein Sound? Nee, ne? Einen Percussion-Sound fand ich gut, aber da kann ich auch einen anderen basteln. Also einfach die Percussion-Idee sozusagen. Ich muss so lachen, wie und los geworden ist. Das ist so geil geworden. Das so. Wir haben den Choruses singen lassen. Das ist ja Hammer. Ich habe es noch nicht gehört. Ich habe nur gesehen, dass es heute in der Dropbox gelandet ist. Die Bronx Box, eine von Andy Y. selbst gebaute Rhythmusmaschine. Mit ihr wurden die beiden einst zu versierten jungen Rappern. Wir konnten auch 32. Nee. 24. Genau. Genau, klar. B.I.G. Tommy Robert, das haben wir mit der RX-Box damit. Ja, also so, das waren die ersten Beats. Das ist die Bronx Box, benannt nach dem Ort, von dem wir fanden, der heiligste aller Orte ist, wo nämlich aus New York die Hip-Hop-Musik kommt, was ja bis heute umstritten ist, ob es Bronx oder Brooklyn das Borough ist, aber für uns genau genug. Und dann diese Sounds waren tatsächlich echt was Besonderes. Und es waren auch diese Sounds und die Art der Musikproduktion, die Michi, als wir ihn dann trafen, der mehr von der Live-Performance sozusagen kam, restlos begeistert haben. Der saß da im Auto mit drin. Wir trafen uns ganz konspirativ am Schlossplatz im Fiesta von meiner Mutter. Die saßen hinten drin, wir vorne und haben unsere Tapes eingelegt. Michi mit seiner Band, mit seinem Bandkumpel Chicken McD, Didi. Und während Didi nichts von dem anfangen konnte, hat mich nur gesagt, ey, das ist doch geil, ey, das ist doch total geil. Er hat mal erzählt, wie das für ihn war, und das kann ich gut nachvollziehen. Die haben das gemacht, was ich machen wollte, Musik mit Maschinen. Mit diesen kalten Maschinen. Ja, mit Maschinen halt. Wir hatten die Maschinen und fanden natürlich auch Hip-Hop gut, klar. Ja. Die Bronxbox ist etwas, wirklich, wenn ich mich, oh mein Gott, ein altes Listing. Wenn man sich unter den Kollegen umhört, wer damals so angefangen hatte, mit Rapmusik das zu machen, gab es natürlich viele, die auch von der amerikanischen Besatzung geprägt wurden und das nachmachen wollten. Hier die Heidelberger Advanced Chemistry oder sowas. Aber niemand hatte den Joker Andy Y., der sowas lötet und baut, der begeistert genug ist, dass irgendwelche Freaks, die er nett finden, eine Freude, wenn die sagen, hey, wir wollen das haben. Ja, geil, ich baue euch das. Das ist doch irre. Ja, geil, mit den Steuerzeichen, wenn wir irgendwas hinhaben, wenn wir da Farbe, ich krieg die Motten. Was ein dichter Code. Das kann kein Mensch lesen. Super brutal. Man merkt, die beiden sind ganz in ihrer eigenen Welt versunken. So war es auch in ihren Teenager-Tagen. Hatten denn die beiden Computerfreaks damals kein Interesse an Mädchen? Mir gefällt es nicht, wenn man es so einseitig macht und sagt, ja, mit Computern irgendein nerdiges Hobby zu machen und deshalb nichts von den Frauen. Das ist eine völlig normale Sache, sich für etwas zu begeistern. Ja. Jungs und Mädchen. Und die einen schrauben halt Motorräder, was vielleicht ein bisschen... Ist genauso unsexy. mit dem Moped kann man halt jemanden zur Eisdiele fahren. Aber
Zum Beispiel, wir haben unseren Mädchen Mixtapes gemacht, Lieder geschrieben damit, wir haben Beats gemacht. Ja, also die ganz alte Nummer, das haben die Menschen ja durch all die Jahrtausende durchgemacht, die Minnesänger oder so. Sie haben ihren Mädchen Lieder geschrieben. Jetzt geht's zum Dicken, zum Ex-Dicken, zum Veggie-Bär. Gemeint ist Manager Bär. Ob ich mal mit Bär im Urlaub war? Keine völlig absurde Frage. Ich würde nie im Leben mit Bär in Urlaub gehen. Das wäre die Höchststrafe. Dann müsste ich mir die ganze Zeit, weil er so einen missionarischen Eifer hat und die Welt oder uns auch immer so einsetzt, das Mutter ist so und so, so solidarischer Typ, ein bisschen viel, manchmal ein bisschen nicht mutig genug, so keine Ahnung. Und dann würde er auch erzählen, dann würde die ganze Zeit versuchen, mich irgendwie rumzukriegen oder so, zu irgendwas oder irgendwie zu ändern. Das wäre Wahnsinn, das wäre völliger Wahnsinn. Auf gar keinen Fall. Eigentlich gesehen. Das stimmt. Schön, dass du da bist. Und? Alles gut. Das ist der Bär. Wir kennen uns seit 1989, oder war es 89? Ja, ich bin 88, nicht sicher. 89. Weil ich habe ihn gar nicht als erstes kennengelernt, sondern es war der Michi. Der Michi Beck ist so Bär in den Plattenladen gelaufen. Wir waren nicht allein, wir werden dich begleiten. Wir bleiben treu. Du hattest schlechte Zeiten und wir waren auch dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. Wir haben überall gespielt, überall. Und das war uns. Wir haben, jedes Loch in der Wand gespielt. Wir haben aber dadurch haben wir es echt gelernt, auch wirklich überall zu spielen. Wir haben das Equipment selbst geschleppt. Die sind, oh meine Fresse. Wir haben aber... Hallo, außer Michi. Michi war immer sauer, weil er die schweren Plattenspieler tragen musste und das als extrem ungerecht empfunden hat. Und die zwei MCs mit ihren kleinen Mikrofonköfferchen gekommen sind. Irgendwie. Und Thomas immer die Pyros bedienen musste. Nein, bedienen musste sie ich. Thomas musste sie mitnehmen und hat sie immer vergessen. Tatsächlich gibt es diese beiden Parteien, Bär und Band. Und da sind wir stellenweise so konträr, aber das kennen wir gut. Und also mittlerweile so gut, dass wir nicht anfangen, uns darüber zu streiten, sondern sowieso wir auch wissen, dass das so ist. Aber es führt auch oft zu lustigen, absurden Situationen. Da stand ich mit Smudo kurz vor Fertigstellung der Vier gewinnt, weil ich auch nie vergessen, im Hof unten. Wir haben uns angeschrien, ich weiß nicht, ob wir uns jemals so angeschrien haben. Und zwar ging es um die Entscheidung, was die erste Single ist, aus vier gewinnt. Oh, und ob und, wir Saft oder Dieter. Genau, mehr. Saft oder Dieter. Wir haben uns so auf Saft eingeschossen. Ich stand da und sag mal, Alter, du bist nicht allen Ernstes über den Austausch von Körper und Sicherheit in der Radio-Single. Und hat er mir vorgeworfen, es ist schon wieder zu weit aus dem Fenster gelegen mit der scheiß Plattenfirma. Und ich so, nein, ich hab nur einfach so, da ging's so, boah. Wir haben jetzt fast durch die Fresse gehauen. Kennst du die noch? Ja, natürlich. Das ist die allererste Autogrammkarte mit diesem Logo. Das ist übrigens fast die Größe, wie ich sie hier habe. So ein bisschen. Kommt ungefähr hin. Das erste Rap-Hip-Hop-Album auf Deutsch. Jetzt geht's ab. So eine Eins, besonders ausgeflippt. Wir machen das amerikanische Bunker, eine 80er-Jahre-Spezialität eigentlich. Die Amerikaner mit ihren fetten, ausgebauten, mit fetter Bassbox in den Kofferraum eingeschäumte Boom-Bass ihre Boomcars gemacht haben, mit denen der ganze Häuserblock erzitterte. Ja, genau. Und Bär kam auf die Idee, eine bundesdeutsche, eine westdeutsche Variante zu machen. Und zwar nicht mit einem Chevy oder so, sondern mit einem Opel Admiral. Das hat die Doppelseite in der Bravo gebracht. Und die hat uns ja eigentlich in die Charts gebracht. Vierte Dimension. Wir haben echt halt Marcel Duchamp-Zitat eingebracht und frech hingeschrieben. Französischer Dada ist dein erster Konzeptkünstler überhaupt. So. So ist es im Showgeschäft. Du musst nicht etwas machen, was du zum ersten Mal gemacht hast, sondern einfach nur behaupten, es halt zum ersten Mal. Das ist einfach nur. Genau. Ja. Zum Schluss geht es zu einem einst kultigen Veranstaltungsort. Dort wird Smudo einen Überraschungsgast treffen. Ich weiß gar nicht, was es rund ums Zapata noch gibt. Schon hier eine Überraschung. Was?
so, ja, aber das glaube ich kaum. Dass er eine Ex-Freundin von mir angeschleppt hätte, die leben alle auch verstreut. Zumal, wieso sollten sie sich auf Telefonanrufe nicht melden und dann auch plötzlich im Zapata stehen? Humanitarer Pomok. Ich weiß nicht, was das heißt. Und ich weiß nicht, was sich hier hinter verbirgt. Aber ich werde es gleich wissen. Es ist jemand, mit dem Smudo hier sehr viel Zeit verbracht hat. Vor allem nachts, als die Bude noch rappelvoll war. Hallo? Und jetzt? Ein Politiker, Szenegänger und Fanta 4-Fan. Er hat sich gut versteckt, damit die Überraschung auch perfekt ist. Hi. Das ist ein Fantaschlauch. Leck mich im Arsch. Ja, Smudo. Und? Back in town, ne? Total. Wir haben uns hier auch oft tatsächlich auf dem Zapata gesehen. Aber warum ist Zapata? Du, weil Zapata war eins meiner Babys. Ja, außerdem hat man ja hier ab und zu mal abgehängt, oder? Ja, total. Auch nach den Das ist ja echt ein Ding. Ich habe natürlich mit viel gerechnet, aber nicht, dass Rezzo da ist. Rezzo auch tatsächlich für uns Kulturschaffende, das wird doch sofort zum Polit-Talk anfangen, für uns Kulturschaffende, der Bürgermeister-Run-Up war und wirklich alle Kanten so weit, ich bin in jedem Laden gewesen, im Exil tausendmal gesehen, hier gesehen, überall und dachte, das ist unbekanntes Tier. Das ist der Politiker auf der Straße, das ist super und das war völlig unbekannt. Ja, aber das war ja auch eine saugute Zeit, da ist ja in Stuttgart wirklich, da ist ja was los gewesen. Hey Stuttgart! Durcheinander hauen, immer unterwegs mit dem Bus, mit der Bahn, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, fahren durch die Großstadt. Als ich da zum ersten Mal kandidiert habe, habt ihr ja gespielt und habt ihr gesagt, für die Partei spielen wir nicht, aber für dich spielen wir. Das war geil. Das war toll. Ja, das war, es gab den tollsten Witz, der geilste Witz, der je passiert ist, den ich heute noch gerne erzähle. Das war, wir sind nach dem Konzert, was wir gespielt haben, zu deinem Bürgermeisterwahlkampf, sind wir dann in die Stadt gefahren und wollten noch irgendwo einen trinken gemeinsam. Und ich bin bei dir in Golf oder sowas mitgefahren. Ja. Und es war nachts, nichts war los und wir sind am Landtag vorbeigefahren und haben da an der Ampel gestanden. Und hier ist, glaube ich, keine Ahnung, zweispurig oder dreispurig, keine Ahnung, jedenfalls standen wir da, ganz rechts. Und nachher hat was gesagt, ich fahre in die Landtagsgarage, da kann ich umsonst parken. Und dann stehen wir da, dann fährt erst ein Auto dran und dann fährt wieder einer und es stehen drei Autos bei zwei Spuren. Und du guckst nur so rüber und guckst mich an. Wenn ich Bürgermeister bin, gibt's sowas Feiner, oder? Das ist ein geiler Bürgermeisterwitz. Wir haben ja viele, viele Orte besucht und das ist natürlich jetzt so schon körperlich sozusagen anstrengend gewesen und immer wieder Autofahren mit diesem anstrengenden Auto ohne Servolenkung und Zwischengas. Aber auch emotional fand ich es eine Anstrengung, also eine Ertüchtigung. Zum Beispiel, als wir Michael Sellner trafen. Den hatte ich so lange nicht gesehen und das war eine so große Freude und hat so viel Erinnerung aktiviert, dass ich dann nach dem Drehtag wirklich erst mal zwei Stunden oder sowas nicht eingeschlafen bin, wie so eine Aufregung, wie so ein Adrenalinflash. Und viele Bilder dann auch, je mehr wir gedreht haben, auch sind dann wiedergekommen und puzzelten sich zu einer Art reformierten Bild über meine alte Heimat zusammen.